Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fact Time. Bevor das eigentliche Video losgeht, noch eine kleine Sache in eigenen Punkt. Und zwar gibt es jetzt die Glocke. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, klickt diese Glocke an und drückt Gefällt mir. Denn genau das zählt im neuen YouTube-Algorithmus. Und damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Ja, worüber ich heute Fakten mache, ist so ein Thema, denn ich weiß eigentlich gar kein Thema. Deshalb mache ich einfach verschiedene Fakten. Und ich würde sagen, ich starte gleich mit den ersten. In Singapur zahlst du bis zu 120 Euro Strafe, wenn du nach deinem Geschäft nicht spülst. Verdammt, ich vergesse es sehr häufig runterzuspülen. Nein, doch. Gott sei Dank lebe ich nicht in Singapur. In den USA werden jährlich 11.000 Verletzungen, die durch sexuelle Experimente entstehen, gemeldet. In London ist es erlaubt, Frauen nach 21 Uhr zu schlagen. Dieses Gesetz stammt noch aus dem 16. Jahrhundert. Verdammte Scheiße, wieso lebe ich nicht in London? Zu jedem Zeitpunkt sind ungefähr 0,7% der Weltbevölkerung betrunken. Als ob ich jemals Alkohol trinken würde, ne? Ne, Alkohol ist nicht gut, Kinder, lass die Finger davon. Bulgaren nicken mit dem Kopf, wenn sie Nein sagen und schütteln ihn, wenn sie Ja sagen. Das menschliche Blut kann bis zu 9 Meter spritzen. Der Vater von Steve Jobs war ein syrischer Immigrant. In Indien ist es illegal, seine Freundin öffentlich zu küssen. In Irland durfte man in den 90ern keine Kondome kaufen. 1994 wurde ein Mann verhaftet, der sich als Sensenmann verkleidet hat und durch das Fenster in ein Altersheim geschaut hat. Dass das keine so intelligente Idee ist, hätte ich dir eigentlich auch sagen können. Aber hey, jeder hat mal eine brillante Idee. Abgesehen davon ist es irgendwie auch witzig. Naja, wie dem auch sei, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.